Jo. Freunde, grüß euch. Ich bin heute beim Thomas, der Herr hinter der Kamera. Hallo. Und heute Nacht geht's auf Wels. Jetzt habe ich gerade den ersten Karpfen ans Band gekriegt, indem wir die Zeit bis zum Abend überbrücken. Ich denke, den Strauch eine. Mach Bahndruck auf. Dann? Ehrlich? Tun wir noch ein bisschen aus. Gerade auf eine Maiskette gegangen. Und meine Rolle mal zum Einweihen gekommen. Ich kaufe jetzt schon Gras, das ist eigentlich mein erster. Mhm. Danke. Grüß dich. Bis dann. Also da bleiben gar am Segen sein, weil wir haben gleich rasten. Chef, gib mir mal ein bisschen Schnur. Bitte? Gib mir mal ein bisschen Schnur. Und dann stell die Ruten auf. Genau. Da steht einfach mal auf, stell die Ruten. Du hoffst immer zu Hause, weil ein paar Ruten sind wir schon abbrochen beim Binden, so der Depp. Ja. Mit der Belastung. So hast du noch einiges. Jawohl. Mal so dran, tun wir nach die Mappen bitte. Legen wir gleich gar nicht, ist eh egal. Der hat so dann die 8 Kilo. Glaubst? Ja. Bei den Willenschuhe wegen, weil das war dann mal schwerster. Ja, dann wiegen wir. Kannst du rein? Da haben wir schon einen Cash rein. Ich hab ein Wiegematte. 7 Kilo. 7 Kilo? Ja. 73. 73 cm. Ja, schon. Meter. So, jetzt wird ein bisschen wieder gerottet, weil es ist dicker. So. Hast du noch einen Cash? Ja. Nein, war da drüben am anderen Endfass. Okay. Fast weg ist er. Wir schauen. Schönen Tag noch. Yeah.
Grüß euch. Hallo. Vorher haben wir abgesahnt die Karpfen hier. Aber mächtig. Und der Thomas, Mario. Ich habe mein PB gebrochen mit dem einen Karpfen, der hatte 9 Kilo. Mein vorheriger war 6 Kilo. Und der Thomas würde euch jetzt erklären, was für ein Futter das war, was wir da verwendet haben im Futterkorb. Ja, also als Lockmittel verwenden wir Aquagarant. Bekommt man eigentlich in jedem gut sortierten Lagerhaus. Ist im Prinzip nur Fischmehl, gepresst auf Pellets, ist sinkend, ganz wichtig. Und das haben wir vermengt mit Maiskörner. Ich halte es einmal so ein bisschen in die Kamera, dass die Konsistenz ein bisschen sehen könnt. Halt super im Futterkorb oder auf Futterspiralen. Top Lockmittel. Köder war eine Maiskette am Haar. Einfach ans Schilf geworfen und es hat funktioniert. Alle anderen haben nichts gefangen, außer wir und der gegenüber sitzende Herr, weil die waren anscheinend nur im Schilf. Waren 6 Fische, aber jetzt eine Beißflaute und heute Nacht gehen wir auf Wels. Aber du musst bedenken, in was für einer Zeit die 6 Fische. Normalerweise sitzt du den ganzen Tag, ne? Ja. Innerhalb ein paar Stunden. Also das ist ja ein mächtiger Erfolg, darf ich mal sagen. Das schon, ja. Jetzt ist der gute Mann hier im Drill. Die Route ist krumm und bald ganz schön. Also das Futter, was wir gerade gezeigt haben, war erfolgreich. Und ich gehe jetzt an den Kescher. Komm mal, Bursche. Sag bloß, du knackst es jetzt. Meinen Tagesrekord. Das sind die großen Helgopfälle jetzt. Ja. Wir haben auch noch auf der anderen gleich. Drüber. Was war da drin gewesen? Ja. Ist dasselbe wieder? Ja. Weiß ich's. So. Nochmal. Thank you.
Zusammenkommen heute zum Abschluss unseres gemeinsamen Ansitzes. Und zwar wollten wir eine Nacht auf Wales, leider ging wir nicht, aber das werden wir vertagen. Da machen wir nochmal eine Session. Da haben wir jetzt eine Rechnung offen. Und sozusagen. Die Karten liefen echt bombig. Ja, bei dir, Mario? Ja, bei mir. Herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke. Die anderen haben alle nichts gefangen. Bei denen ging gar nichts. Und ich habe, wie viele Karten waren das? 8 Karten und 8 eine Karten. Kapitale Karosche. Und ein Karten noch ausgespitzt. Also ja. Der schwerste 9 Kilo. Und damit, also die Taktik vom Film ist voll aufgegangen. Und ja, war sehr erfolgreich die letzten 2 Tage, finde ich. Also ich bin glücklich, auch wenn es kein Wales geworden ist, leider. Und somit sehen wir uns im nächsten Video. Thomas, sein Kanal ist verlinkt. Und wünsche noch ein wunderschönes Wochenende. Okay. Ciao.